Ihnen guckt keiner hinterher und trotzdem sind sie Stars. Seit Jahren am Markt, seit Jahren erfolgreich und immer mit den treuesten Fans. Die Kombi Diesel. Neueste Kreation, der VW Passat in seiner 7. Auflage. Er ist besonders erfolgsverwöhnt. Seit Jahrzehnten ist er das Maß der Mittelklasse und auch dieses Mal gehört er natürlich zu den Favoriten. Das Cockpit hat sich nicht großartig verändert, aber es ist luxuriöser geworden, wie überhaupt alles beim Passat mehr in Richtung Premium geht. Deswegen ist er auch mit Abstand der teuerste, selbst wenn schon ein DSG-Automatikgetriebe für über 2000 Euro mit drin ist. Der Motor ist ein 2 Liter Diesel mit 140 PS. Er schafft 208 km/h Topspeed und liegt damit an der Spitze. Trotzdem liegt der Passat beim Verbrauch mit 6,2 Litern gut. Beim Kofferraum sind 603 Liter zwar auch gut, bei umgeklappter Rückbank sind es aber nur 1731 Liter. Das können andere besser. Aber der reine Transport ist sowieso nicht mehr sein Geschäft. Großes Navi, Rückfahrkamera, elektrisch verschiebbare Sitze, Leder, ein großes elektrisches Glasschiebedach, ein Panoramadach, wie man es sonst nur aus der Premium-Klasse kennt, und auch der einzige, dessen Heckdeckel elektrisch schließt. Wie viel Volk steckt noch in diesem Passat? Das ist alles schon Premium. Er ist nicht immer der Beste in diesem Vergleich, aber eben immer überall vorn dabei. Leider auch beim Preis, denn da ist er der teuerste. Der Passat ist mit Abstand der edelste unter den 4 Kombis. Aber das lässt sich VW eben auch teuer bezahlen. Ford hat sein Mondeo modernisiert. Tagfahrlicht, Familiengesicht und LED-Bändchen im Heck. Dazu gibt's bei den Kölnern jetzt viele zusätzliche Extras. Müdigkeitswarner, Spurhalte- und Spurwechselassistent. Die Oberklasse lässt grüßen. Auch im Cockpit sieht alles etwas schlichter, aber edler aus. Beim Preis bleibt er 4000 Euro unter dem Passat. Mit Automatikgetriebe ist er immer noch 2000 Euro günstiger. Beim Verbrauch schafft er es als einziger unter die magische 6-Liter-Grenze. Beim Topspeed und Kofferraum bleibt er im guten Mittelfeld. Trotzdem ist er ein Lastesel. Bei der Zuladung liegt er mit 644 Kilo gut 100 Kilo über allen anderen. Der Ford Mondeo, der hat seinen Facelift gerade hinter sich und das merkt man nicht nur von außen, sieht er frischer aus, sondern er fährt sich auch spritziger. Die Lenkung, Agilität, all das ist sensationell. Im Vergleich zu den anderen ist er da der Beste. Auch bei der Zuladung, nicht ganz unwichtig für einen Kombi, ist er der Beste. Aber er hat nicht den größten Kofferraum, trotzdem den breitesten. Ford vereint Platz, Sparsamkeit und ein gutes Fahrwerk. Nur beim Preis hat er seinen Nummer 1 Status verloren. Allerdings nicht an Opel. Der Insignia liegt auf dem Preisniveau von Ford und damit im Mittelfeld. Die 160.000 Kilometer Garantie auf alle Technikteile ist allerdings ein Knaller im Kostenkapitel. Dazu haben die Rüsselsheimer immer noch einen der schicksten und sportlichsten Kombis im Vergleich. Nur der heißt Sports Tourer und genau das bietet er auch. Schickes Cockpit und solange man sich vorne aufhält, hat man auch Spaß. Der Motor ist mit 130 PS zwar der schwächste im Vergleich und der Opel ist auch am langsamsten, aber das Facelift mit neuen Maschinen steht schon bereit. Die 6,4 Liter Diesel sind durchaus noch akzeptabel. Anders als der Kofferraum, der ist eben nicht mehr Caravan. Mit 540 Litern liegt er zwar nur knapp hinter der Konkurrenz, aber 1530 Liter bei umgelegter Rückbank sind in diesem Vergleich kein ernstzunehmender Gegner. Der Opel Insignia in seiner jetzigen Form ist am ältesten in diesem Vergleich. Er ist am längsten am Markt und das Facelift, das steht schon in den Startlöchern. Trotzdem, in diesem Cockpit fühlt man sich nach wie vor wohl. Die Sitze sind bequem und trotzdem straff und das Fahrwerk ist wirklich gut. Schwächen hat er bei der Maschine. Der Motor ist der schwächste in diesem Vergleich. Und auch beim Kombi-Thema zeigt er ungewohnte Schwächen. Er hat nämlich die größte Klappe. Hier schwenkt das halbe Auto mit auf. Und dahinter verbirgt sich leider der kleinste Kofferraum. Der Insignia ist eher ein Korsett-Designer als Kofferträger. Schick, aber nicht unbedingt praktisch und damit im Vergleich zu wenig Transporter. Diese Kategorie hat sich der Skoda Superb auf die Heckklappe geschrieben. Der Tscheche hat keinen schicken Marketingnamen wie Variant, Turnier oder Sportstourer, sondern heißt einfach Kombi.
So sehen Klassiker aus. Er bietet das, was man von einem Passat erwartet hätte. Einen guten Qualitätseindruck à la Wolfsburg, eine 2-Liter Dieselmaschine mit 140 PS aus dem VW-Regal, das Ganze aber zu einem deutlich günstigeren Preis. Als einziger bleibt er bei knapp 30.000 Euro. Topspeed 205, Testverbrauch 6,3 Liter, völlig ausreichend. Seine große Stunde schlägt beim Kofferraumvolumen. Da liegt er zunächst mal auf Passat-Niveau. Wenn die hinteren Sitzreihen aber umklappen, dann stürmt Skoda an die Spitze. Über 1800 Liter bietet niemand anders in diesem Vergleich. Wenn man im Skoda sitzt, dann hat man vor allem eins: Platz. Er hat den größten Kofferraum. In der zweiten Reihe sitzt man fast wie in einer Chauffeurslimousine. Und im Cockpit bekommt man VW-Qualität zum Skoda-Preis. Er ist mit Abstand am günstigsten. Der Superb ist das Schnäppchen unter den Kombis, ohne sich dabei nennenswerte Schwächen zu leisten. Und damit haben wir einen überraschenden Sieger in diesem Vergleich. Der Passat schafft es nicht auf Platz 1. Der Insignia ist zu klein, dem Mondeo fehlt es an Ausstrahlung und VW ist zu teuer. Auch wenn es in Wolfsburg keiner mehr hören kann, Skoda ist momentan der bessere Volkswagen.